Hallo, liebe Zuschauer. Ich grüße Sie ganz herzlich von zu Hause. Ja, ich habe jetzt viel Zeit. Ich kann nicht auf die Bühne. Sie können nicht ins Theater. Und jetzt ist es schon die dritte Woche. Und ich merke, wie ich zwischendurch immer wieder ungeduldig werde und sich Fragen in meinem Hirn türmen. Wie werden wir das überstehen? Wie wird es danach sein? Wann sehen wir uns wieder? Und da sind mir folgende Rilke-Zeilen wieder in den Kopf gekommen. Also, ein Zitat von Rilke aus einem Brief an einen jungen Dichter, in dem er davon spricht, die Fragen, auf die man noch keine Antworten hat, lieben zu lernen. Und ich möchte dich, so gut ich kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in deinem Herzen und zu verstehen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer fremden Sprache geschrieben sind. Forsche jetzt nicht nach den Antworten, die dir nicht gegeben werden können, weil du sie nicht leben könntest. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Vielleicht liebst du dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Liebe Grüße.